Und ich glaube, jetzt ist doch der schöne Zeitpunkt, wo wir eine von den Fannies hier zu uns holen können. Und du hast schon ganz ready. Den Hut in die Finger genommen. Ich nehme dir sonst das Mikrofon ab, damit du nachher den Namen laut und deutlich darfst. Ich tue es nicht lesen. Also. Ja, wir machen es aber spannend. Achtung, Spannung. Spannungsmusik. Genau. Trommelwirbel. So. Oh, wir haben ein Zettel. Ah! Wer und darf jetzt kommen? Achtung. Fabienne Brunner! Fabienne Brunner! Applaus für Fabienne! Fabienne, du kannst gleich hier Platz nehmen. Geht's dir gut? Ich gebe dir das Mikrofon und für Fabienne hätten wir hier noch ein rotes Mikrofon, damit sie auch mit dem Luca reden kann. Fabienne, geht's dir noch gut? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dass es dir sehr gut geht, oder? Ja. Hast du mit dem gerechnet, dass du neben Luca sitzen darfst? Ja, gleich nein. Von wo bist du? Von Zürich hier? Vom Thurgau. Vom Thurgau? Vom Thurgau. Ja. Aber ich habe vorher mal hier um die Ecke gewohnt. Aber... Okay. Ja. Warst du mal hier bei Joyce? Ja, letztes Mal, wo du hier warst. Super. Ja, sehr cool. Gut. Dann würde ich jetzt schon mal sagen, Luca, würde ja, doch da hier ein Autogramm für dich da rein machen, mit vielleicht sogar eine Widmung für die Fabienne, oder? Ja. Was soll er drauf schreiben? Wenn du das Mikrofon ein bisschen näher nehmen könntest, dann würden unsere Zuschauer auch hören, was der Luca jetzt da für dich schreibt. Er soll spontan entscheiden. Fabienne heisst es, gell? Ja. Das ist Achtung, der Luca unterschreibt hier gleich sein First Book, inklusive First DVD, nur für dich. Und hast du vielleicht noch eine Frage an dich, Luca, wenn du die Gelegenheit hast? Was ist, das was dir das Peinlichste passiert ist? Oh, da passiert viel. Nein, ich finde immer peinlich, weil auf der Bühne etwas passiert. So wie Sachen wie, keine Ahnung, auch zu Köln war ganz schlimm. Du musst dir vorstellen, hier zuerst mal dein Buch. Merci vielmals. Ein Applaus für Fabienne. Es ist ja meistens immer ein Bühnengraben, oder? Und dort in einem Bühnengraben sind halt noch, sind noch diverse Bässe gestanden. Also so, weißt du, so Kugeln, wo der Ton rauskommt. Ja. Ich bin auf denen rumgekumpelt und wollte Tschüss sagen. Gerade letzter Song vorbei. Ich habe noch gesagt, danke vielmals, komm, bis zum nächsten Mal. In dem Moment fliege ich einfach total da in so eine Spaltdache. Das Mikrofon irgendwo her. Es hat nochmal gekrasselt und dann ist halt das Konzert fertig. Dann bin ich auch wieder aufgestanden und habe Tschüss gesagt. Es ist natürlich im ersten Moment aber ein bisschen peinlich, oder? Weil es einem gerade so auf die Schnur schlägt, aber doch kann passieren. Ja, okay. Aber wir hoffen, hier heute bei Joyce bleibe ich auf der Beine. Wir haben keine Gräben, da kann nicht viel passieren. Da kann zum Glück nicht allzu viel passieren. Fabienne, ich hoffe, wir können dich glücklich machen. Ja, du dürftest sonst noch mal Platz nehmen an deinem regulären Platz und die Erinnerung wieder für immer bleiben. Du kannst hier wieder Platz nehmen. Und es viel Spaß beim Konzert. Eine schöne Umarmung. Und Fabienne und du daheim könnt euch diesen Moment immer wieder anschauen auf www.joyce.ch/show. Haben wir nachher nicht nur den Living Room, sondern auch noch The Joyce of Switzerland, wo der Luca nachher wirklich Vollgas wird performen. Und das werden wir alle zusammen erleben.